Hallo, da bin ich wieder zurück mit einem neuen Video. Heute habe ich mal wieder den Kinofilm Vaiana für euch. Natürlich nicht den Film, sondern das Stickeralbum dazu. Zum passenden, passendes Stickeralbum zum Film. Tolle Anrede, sehr gut gemacht. Und das hier ist die Rückseite mit dem kleinen Schweinchen pur und mit Hey Hey natürlich drauf. Ja, Vaiana. Ah, Display habe ich natürlich auch nicht. Habe ich auch schon fast vergessen zu sagen. Oh, mit Katzenhaare, inklusive Katzenhaaren, das sollte man nicht unbedingt haben. Ja, eine Tüte kostet 80 Cent. Und dann schauen wir natürlich gleich mal hier runter. Da habe ich nämlich schon mal die Stickertütchen rausgeholt. 10 Stück, wie immer. Oceania, Vaiana. Und Moana heißt sie ja eigentlich auch. Ich bin etwas verwundert, dass wir hier eigentlich keinen Moana mit dabei haben. Also heißt das doch im, ja, das Lied, was das Originallied heißt ja irgendwas mit Moana, ne? Komisch eigentlich. Vielleicht heißt das nur in Amerika so. Weiß das jemand von euch? Falls ja, könnt ihr mir gerne mal in die Kommentare schreiben. Oh, jetzt habe ich fast mein Glas gerade umgestoßen. Vaiana, ich glaube, sie ist auf dem Boot, auf dem Segelboot. So schaut es auf jeden Fall hier gerade aus. Achso, jetzt gucke ich schon wieder hinten drauf, was ich ja gar nicht. Oh, ich glaube, der ist neu. Oder? Oder auch nicht? Auf jeden Fall ein sehr cooler Glitzersticker. Und da, was macht er da? Er stellt ihr irgendwas vor. Er zeigt auf irgendwas, aber ich weiß nicht was, leider. Ah, das ist, glaube ich, die Erinnerung, wo sie damals alle noch Seeleute waren. Und das ist, ja, da geht sie auch zum Strand. Ach, das gehört, glaube ich, so ungefähr auch mit dazu. Da sieht sie am Strand halt die Boote liegen mitten in der Nacht. Oh, da sehen wir, was kommt da wohl? Ein neues Tattoo. Habe ich, glaube ich, auch noch nicht alle. Das ist natürlich hier wieder die Anleitung, wie das funktioniert. Brauche ich nicht, habe ich schon ganz oft. Und dann kommt es erstmal, ich glaube, das ist auch neu, kenne ich auch noch nicht. Das ist wieder so ein bisschen gezeichnet, sieht wieder etwas anders aus. Und das ist das neue Tattoo. Habe ich ja bisher noch nicht versucht. Und da ist sie, glaube ich, gerade bei Maui gestrandet. Wenn ich mich nicht irre. Ah, ich glaube ja. Und hier haben wir TK. Wie rum gehört der nochmal? So rum. So rum gehört der. TK. Und da ist sie ziemlich verzweifelt auf ihrem Boot im Meer. Sie ist ja häufiger mal verzweifelt, deswegen kann ich nicht ganz genau sagen, warum sie gerade in dieser Sekunde verzweifelt ist. Aber sie ist natürlich auch ein starkes Mädchen und weiß sich da immer wieder weiter zu helfen und gibt nicht auf. Das ist sowieso generell das Wichtigste im Leben. Nicht aufgeben, auch wenn man mal enttäuscht wird und wenn irgendwas nicht direkt klappt. Der ist ja auch cool. Aufgeben ist auf jeden Fall, wenn man aufgibt, dann hat man eigentlich schon verloren. Ne? Man kann nur weitermachen und halt immer wieder dranbleiben. Passt eigentlich in jeder Situation. Auch jetzt bei YouTube zum Beispiel. Es gibt ja auch viele von euch, die auch kleine YouTube-Kanäle schon eröffnet haben. Das Wichtigste ist immer Durchhaltevermögen und einfach weitermachen. Und natürlich immer gucken, was man verbessern kann. Das ist natürlich auch wichtig. Aber das ist wirklich das Schwierigste. Den Biss zu haben und das Durchhaltevermögen. So. Maui auf dem Schiff. Ich glaube, da hat er noch gedacht, die kommt nicht mehr wieder. Aber nein, die kam ja immer wieder. Vaiana. Wofür die sind, weiß ich irgendwie auch noch nicht. Soll ich mal kurz gucken? M17. Achso, ich glaube, das ist auch wieder so ein Posterding. Aha, die beiden wieder auf dem Boot. Die sind eigentlich ziemlich oft auf dem Boot und ziemlich oft in irgendwelchen Zwiegesprächen. Das ist direkt am Anfang, wo die Oma die ganzen Geschichten erzählt. Grandma Thala. Erschrockener Gesichtsausdruck. Sehr schönes Bild, finde ich. Von ihr. Ich finde sowieso, die ist eigentlich sehr hübsch. Ah, eigentlich ist ja jede Figur da von Disney irgendwie hübsch getroffen, gerade jede Hauptfigur. Hallo, hey. Wieder so ein Vierer-Sticker unten am Fuß von Maui.
Oh, das sieht ein bisschen aus, fühlt sich auch ein bisschen an wie so ein Fotosticker. Sieht man das? Ja. Der ist ein bisschen anders. Was ist denn das? Auch ein M-Sticker. Ah, okay. Die M-Sticker sind eher so eine fotografischen Dinger. Oh, und da ist das Herz. Als kleine Vajana. Ich glaube, da hält er wahrscheinlich gerade seinen Haken hier in der Hand. Und auch da gibt es schon den Hey Hey. Muss man sich mal überlegen, wie alt ist denn der eigentlich? Der wird ja ganz schön alt, oder? Für so einen Hahn. Ziemlich dumm, aber ziemlich alt. Oh, ich meine, der macht sich wahrscheinlich über nichts Sorgen, weil er so ziemlich doof ist. Und wenn man sich nicht so viel Sorgen macht, dann lebt man länger oder so. So, was kommt hier wieder? Ein Tattoo. Maui. Oh, das ist sogar ein Sechser. Ein Sechser-Sticker haben wir in die Mitte. Wie cool. Wir haben Hey Hey. Wir haben Hey Hey als Tattoo. Ich glaube, den habe ich auch noch nicht gehabt. Ich glaube, der ist neu. Hier sehen wir oben aus der Perspektive von der Möwe. Finde ich eigentlich auch ganz cool gemacht. Vajana wieder auf dem Boot. Was macht er? Oh. Ach, das ist, glaube ich, der Papa mit der Mutter, oder? Wo er sie in den Arm nimmt. Oder ist das Vajana? Ich weiß es gar nicht. Ich kenne das nicht. Kann es euch nicht sagen. Mal gucken, vielleicht ergibt sich das später, wenn man das halt einklebt, dass man weiß, wer das ist. Ah ja, den haben wir ja vorhin schon mal gehabt. Oh, der ist auch wieder cool. Das ist wieder ein M-Sticker. Oh, der ist auch wieder, ich glaube, der ist auch wieder gezeichnet, oder? Sieht auf jeden Fall schön aus. Gerade so mit dem Nachthimmel. Ist ja sowieso sehr romantisch, ne? Wenn man irgendwie nachts auf dem Schiff unterwegs ist. Hab ich, glaube ich, persönlich noch nie gemacht. Könnte man eigentlich mal in Hamburg auf der Alster, ist auch nicht schlecht. Hier wieder ein Klein, die Vajana. Und da zeigt sie schon hier, zeigt sie schon das Segelschiff. Hier, Boot, Papa, Boot. Nein, nix Boot. Du schön bleiben auf Insel. Gefährlich. Ja, dem ist natürlich was Schlimmes passiert und deswegen reagiert er so. Dass er immer Angst hat um seine Kleine. Da haben sie sich, glaube ich, gerade kennengelernt, die beiden. Ich glaube, das ist ein... Ist das ein... Oh, das ist ein Sechser-Sticker sogar, so ein Glitzer-Sechser. Maui in seiner Flugform. Was ist denn da passiert? Was ist denn da explodiert? Ist das TK? Keine Ahnung. Ah, da ist er wieder in seiner Flugform, aber halt mal wieder als gezeichneter Sticker. Was kommt denn da rausgeschossen? Die beiden. Ah, von, ich glaube, da waren sie gerade unten bei diesem, den ich letztes Mal schon vergessen hatte, den Namen. Jetzt singe ich es wieder. Glänzend. Ich weiß nicht mehr, wie der hieß. Weiß das nicht? Jemand von euch vielleicht? Wie hieß der nochmal? Diese Krabbe da. Oh, da wirbelt er seinen Haken. Ah, sowas ähnliches haben wir vorhin auch schon mal gehabt. Ist das auch wieder ein M-Ding? Oh, das ist auch wieder ein M-Ding, okay. Ein M-Ding. Oh, und hier sehen wir Grandma Thala als Rochen. Ich glaube, da ist auch Grandma Thala, wenn ich mich nicht irre. Ich glaube, ja. Das ist auch süß. Ich weiß gar nicht, wen sie da gerade anguckt. Das Wasser, den Papa, uns. Who knows? Oh, da kommt wieder einer. Ein Tattoo kommt hier wieder. Oh, das ist auch schön, ne? Mit den Blütenblättern. Das ist Maul mit seinem Haken-Tattoo. Ich weiß nicht, ob ich das bekomme. Könnte sein, dass ich... Ein T? T2? Achso, Tattoo ist ja T, klar. Weiß ich nicht, ob ich das schon hatte. Aber den kenne ich, glaube ich, hier. Den Sticker. Ist hier ein Doppeler? Doppeler? Das finde ich so cool. Er es einfach nicht schafft, sich in eine richtige Form zu verwandeln. Nein, er hat immer nur eine halbe und dann ist er ein halber Hai mit Füßen. Ja, schade. Kann auch mal schief gehen. Jo, ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat euch Spaß gemacht. Ihr mögt die Sticker hoffentlich von Vajana. Immer wieder was anderes finde ich echt cool. Diesmal ja mit Tattoos und mit so einem, was war das andere noch? Ach so, diese fotoglänzenden Sticker finde ich auch nicht schlecht. Bin ich mal gespannt, wie das dann später aussieht. Ja,
könnt mir natürlich gerne ein Däumchen da lassen oder mich abonnieren oder auch beides kostenfrei hier unten drunter. Und dann hoffe ich mal, wir sehen uns beim nächsten Video und ich sag bis dann. Ciao.